Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, warum du nicht damit beginnen solltest, deinen Darm zu sanieren. Wie du trotz auftretenden Nebenwirkungen die Schwefelkur durchführen, deinem Beruf nachgehen und deinen Alltag meistern kannst, erfährst du, wenn du das ganze Video anschaust. Wenn der Schwefel erstmal mit seiner Arbeit beginnt, dann wirst du das nicht nur am Geruch erkennen, sondern es können sich sehr unterschiedliche Wirkungen und Nebenwirkungen zeigen. Und warum das so ist und es Phasen während der Kur geben kann, die nicht so angenehm sind, werde ich dir jetzt erklären. Auf dieser Abbildung siehst du den Dickdarm mit seinen Reflexpunkten. Wie du siehst, sind fast alle Körperregionen entlang des Dickdarms vertreten und das ist unter anderem auch der Grund, warum der Darm bei so vielen unterschiedlichen Symptomen und Erkrankungen eine Schlüsselrolle spielt. Nehmen wir einmal an, du hättest Probleme mit deinem Magen. Dann wäre es sehr wahrscheinlich, dass dein Dickdarm genau an der Stelle, wo sich der Reflexpunkt des Magens befindet, entzündet ist. Der Reflexpunkt leitet die Entzündung an den Magen weiter, wo sich dann Symptome zeigen. Die Entzündung im Darm wird durch Bakterien verursacht, die von Kot und Speiseresten hervorgerufen werden. Während der Schwefelkur kann es vorkommen, dass alte Verletzungen und Krankheitssymptome wieder auftreten, die nie richtig abgeheilt sind oder deren Behandlung sich auf die Symptombehandlung beschränkt haben. So kann es zum Beispiel sein, dass eine alte Sportverletzung sich wieder bemerkbar macht oder abgeschwächte Symptome einer Infektion auftauchen, die damals mittels Medikamente unterdrückt wurden. Wenn solche alten Bekannten auftauchen, dann hast du nun die Möglichkeit, diese Themen ein für alle Mal abzuschließen. In diesen Momenten erinnert dich der Schwefel daran, körperliche Symptome nie zu ignorieren. Denn nichts im Leben ist wichtiger als deine Gesundheit. Da es sich bei der Schwefelkur um eine Darmsanierung handelt, haben die häufigsten Nebenwirkungen auch mit dem Stuhlgang zu tun, in Form von Durchfall oder Verstopfung. Während der Schwefelkur ist es aber ganz normal, dass sich die Konsistenz des Stuhls verändert und weicher wird. Kommen wir nun zu den häufigsten körperlichen Nebenwirkungen und wie du am besten damit umgehst. Durchfall. Solange nur die Konsistenz durchfallartig ist, hast du nichts zu befürchten. Wenn du dich aber so oft entleeren musst, dass du das Haus nicht mehr verlassen kannst, dann könnte Folgendes helfen. Aktivkohletabletten. Die Einnahme erfolgt nach Packungsbeilage. Flohsamenschalen. 2 bis 3 Esslöffel in warmes Wasser rühren, trinken und noch ein Glas Wasser nachtrinken. Einen Einlauf machen. Oder ätherische Öle, 3 Tropfen Pfefferminze mit 2 Tropfen Fenchel und einem Teelöffel Trägeröl mischen, auf den Bauch auftragen und einmassieren. Verstopfung. Solltest du Verstopfung bekommen, dann warte bitte nicht zu lange. Spätestens am dritten Tag ohne Stuhlgang solltest du alles versuchen, um deinen Darm zu entleeren. Denn Kot, der nicht ausgeschieden wird, ist toxisch. Folgende Hausmittel können bei einer Verstopfung helfen: Bittersalz, 1 Esslöffel oder auch mehr. Ein Einlauf. Die Bauchmassage. Die Cassia Fistula. Rizinusöl. Oder die Lachsplamm. Die Lachsplamm ist eine fermentierte und getrocknete Pflaume, die mit Kräutern wie Cassia Fistula, Oolong-Tee und Maulbeerblättern überzogen ist. Außerdem schmeckt sie sehr lecker. Bauchschmerzen und Krämpfe. Bauchschmerzen und Krämpfe treten meist dann auf, wenn sich Kotsteine, mögen sie auch noch so klein sein, in Bewegung setzen oder du zu viel oder zu vieles durcheinander gegessen hast. Um Bauchschmerzen zu lindern, kannst du zum Beispiel auf deine Ernährung achten. Bevorzuge Monomeals, also Mahlzeiten, die aus nur einem Lebensmittel bestehen. Kaue gut und esse mit voller Aufmerksamkeit. Einläufe in Kombination mit der Bauchmassage, aber auch ätherische Öle wie Fenchel oder Pfefferminze haben sich bei Bauchschmerzen und Krämpfen bewährt. Blähungen.
Bei fast allen Menschen treten in den ersten Wochen der Schwefelkur vermehrt Blähungen auf. Und da diese einen üblen Geruch haben, kann der berufliche Alltag und der soziale Austausch mit Mitmenschen zu einer echten Herausforderung werden. Aber selbst für dieses Problem gibt es eine Lösung. Eine spezielle Unterwäsche, die mittels eines eingenähten Aktivcarbonfilters Gerüche filtert und damit neutralisiert. Und um die Blähungen zu reduzieren, kannst du zusätzlich auf deine Ernährung achten. Bevorzuge die eben erwähnten Monomeals, kaue gut und esse mit voller Aufmerksamkeit. Mache Einläufe in Kombination mit der Bauchmassage. Ätherisches Fenchelöl, 5 Tropfen davon mit einem Trägeröl mischen und auf den Bauch auftragen. Oder täglich eine Lachsplamm essen. Der Umgang mit körperlichen Nebenwirkungen ist ein Abschnitt in meinem neuen E-Book Darm gesund, Mensch gesund. Hier findest du eine detaillierte Anleitung zur selbstbestimmten Durchführung der Schwefelkur. Im nächsten Video geht es um die emotionalen Nebenwirkungen.